Ich grüße euch. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie man 3D-Fenster auf ein Layout bekommt. Und zwar verschiedene auf das gleiche Layout. Ich möchte hier zum Beispiel eine Gesamtübersicht des Hauses haben. Ich möchte hier vielleicht eine 3D-Darstellung für einen Verkaufsplan nur eines Geschosses haben. Also wie funktioniert das? Grundsätzlich ist einmal zu sagen, man macht das aus der Ausschnittmappe heraus. Natürlich kann ich in der Projektmappe auch 3D Dinge anstellen, aber hier kann ich diese Sichtweisen nicht speichern. Hier drinnen schon. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf dieses Fenster gehe und eben meine Darstellung einmal ändere, rechte Maustaste, Standardprojektionsart, die Sonne mal rübernehme und so weiter. Dann möchte ich ja diese Einstellung behalten, damit es sich dann später auf dem Layout nicht wieder anders ausschaut. So, wie behalte ich diese Einstellung? Rechte Maustaste, neu definieren eben dieses Fensters mit aktuellen Fenstereinstellungen. Wenn ich das mache, dann hat sich dieses Fenster all diese Einstellungen gemerkt. Und ich kann nun rechte Maustaste auf Layout platzieren. Ich lege es mal irgendwo hin, bekomme genau diese Darstellung. Ich kann sie jetzt vergrößern, verkleinern. Allerdings, wenn ich das hier nehme, ändere ich den Ausschnitt, STRG-Z, sondern ich werde diese Veränderung hier machen. Ich werde es mir hinstellen, wo ich es eben dann vielleicht brauche. Vielleicht will ich diesen Titel nicht haben. Den Titel kann man ja ausschalten. Bei STRG-HTST, dann mitgelieferter Zeichnungstitel, eben kein Titel. Okay, und ich habe hier ein schönes Bildchen, das eben so bleiben wird, solange ich dieses hier nicht ändere. Ich möchte aber verschiedene Darstellungen haben. Also kopiere ich mir das. Einfach, indem ich es mit der Maus ausziehe, es kommt ein Plus beim Cursor, wenn ich es auslasse, ist es hier. Und hier schreibe ich zum Beispiel rein, was das jetzt sein soll. 3D Grundriss von oben als Beispiel. Ich gehe rein, natürlich habe ich jetzt diese Darstellung. Ich schneide mir jetzt mal mit Hilfe dieses Icons und der Schere all die Dinge weg, die ich nicht sehen will. Das war ich zu schnell. Es geht. Nochmal. Und fertigstellen. Und schon habe ich eine 3D-Darstellung. Könnte ich jetzt meine Möbeln drinnen haben und so weiter. Kann ich hindrehen, wo ich es brauche. Und wieder hier nicht vergessen, rechte Maustaste neu definieren mit den aktuellen Fenstereinstellungen. Dann rechte Maustaste auf Layout platzieren. Schon ist es hier. Ich kann es dann entsprechend wieder anpassen, dass man einen Bezug findet. Ich kann es auch zurechtschneiden, wenn ich will. Das heißt, ich nehme das dann ein bisschen zurück. Oder ich passe mich überhaupt an das Fenster oben an. Auch eine Möglichkeit. Steuerung hat das T. Diesen Titel. Wenn ich ihn nicht brauche, tue ich ihn weg und so weiter. Jetzt habe ich zwei verschiedene 3D-Darstellungen und ich habe es hier in der Ausschnittmappe ordentlich drinnen. Das kann ich jetzt durchaus zuordnen zu den einzelnen. Das heißt, ich kann es in die Ausführungsplanung, in den Einreichplan reingeben. Ich kann hier einen neuen Unterordner machen. Neuer Ordner. 3D. Und gebe mir die Dinge, die ich eben da haben will, hier direkt rein. Kann das auch wieder kopieren. Ah, habe ich eben rausgenommen. Entschuldigung. 3D rein. Das heißt,
Ich schnappe mir den, halte die Steuerungstaste, bekomme wieder das Plus, kann das wieder umbenennen, OG von mir aus, OG, gehe rein und ja, muss das ein bisschen drehen, damit ich irgendwas anfangen kann damit. Abbrechen. Es nicht so. Vielleicht die Funken. Minus. Z15. So. Gebe ich 3 Meter weiter auf. Nein. Abbrechen. Fertigstellen. Noch ein wenig. So. Und habe jetzt die Sichtweise dann von oben, die ich eben haben will. Oder auch nicht. Kann hier wieder ganz normal neu definieren mit aktuellen Fenstereinstellungen. Rechte Maustaste auf Layout platzieren. Rein damit. Verkleinern, vergrößern, wie ich es eben brauche. Zurechtschneiden. Strömen das T. Zeichnungstitel weg und gebe es mir eben hin, wo ich es brauche. Und so kann ich verschiedenste Dinge auf einem Blatt auch in 3D abspeichern. Ich kann es hier ordnen, wie ich es brauche. Und ja, damit wäre dieses Tutorial wieder am Ende. Schöne Tage.